steh ich nun, ich armer Tor. Und bin so klug als wie zuvor. Habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert. Mit heißem Bemühen. Da steh ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Heiße Magister, heiße Doktor gar, und sehe schon an die 10 Jahr. Herauf, herab und quer und krumm, meine Schüler an der Nase herum. Und sehe, dass wir nichts wissen können. Das will mir schier das Herz verbrennen. Zwar bin ich gescheiter als all die Laffen, Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen. Mich plagen keine Skrupel noch Zweifel, fürchte mich weder vor Hölle noch Teufel. Dafür ist mir auch alle Freud entrissen. Bilde mir nicht ein, was rechts zu wissen. Bilde mir nicht ein, ich könnte was lehren, die Menschen zu bessern und zu bekehren. Auch hab ich weder Gut noch Geld, noch Ehr und Herrlichkeit der Welt. Und so länger leben. Drum hab ich mich der Magie ergeben. Ob mir durch Geisteskraft und Mund nicht manch Geheimnis würde kund, dass ich nicht mehr mit sauerm Schweiß zu sagen brauche, was ich nicht weiß, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Schau alle Wirkenskraft und Samen und tu nicht mehr in Worten kramen. O, sähst du voller Mondenschein zum letzten Mal auf meine Pein, den ich so manche Mitternacht an diesem Pult herangewacht. Dann über Büchern und Papier, trübseliger Freund, erschienst du mir. Wie stecke ich in dem Kerker noch? Verfluchtes dumpfes Mauerloch, wo selbst das liebe Himmelslicht trüb durch gemalte Scheiben bricht. Beschränkt von diesem Bücherhauf, den Würmenagen staubbedeckt, den bis ans hohe Gewölb hinauf ein angeraucht Papier umsteckt. Und fragst du noch, warum dein Herz sich bang in deine Busen klemmt? Warum ein ungeklärter Schmerz dir alle Lebensregung hemmt? Statt der lebendigen Natur, der Gott die Menschen schuf hinein, umgebt den Rauch und Moder nur dich, Tiergerüpp und Totenbein. Verzeiht, ich höre euch deklamieren, ihr lasst gewiss ein griechisch Trauerspiel. In dieser Kunst möchte ich was profitieren, denn heutzutage wirkt das viel. Ich hab es öfters rühmen hören, ein Komödiant könnt einen Pfarrer lehren. Ja, wenn der Pfarrer ein Komödiant ist, wie das denn wohl zu Zeiten kommen mag? Ach, wenn man so in sein Museum gebannt ist und sieht die Welt kaum einen Feiertag, kaum durch ein Fernglas, nur von Weitem, wie soll man sie durch Überredung leiten? Wenn ihr's nicht fühlt, ihr werdet's nicht erjagen. Wenn es nicht aus der Seele dringt und mit urkräftigem Behagen die Herzen aller Hörer zwingt, sitzt nur immer, leimt zusammen, braut ein Ragout von anderer Schmaus und blast die kümmerlichen Flammen aus eurem Aschenhäufchen raus. Bewunderung von Kindern und Affen, wenn euch danach der Gaumen steht. Doch werdet ihr nie Herz zu Herzen schaffen, wenn es euch nicht von Herzen geht. Wenn es euch nicht von Herzen geht.